Wir konnten nichts weiter tun. Der Hexer auch nicht. Wenn ihr jemand hättet, dann wird ein Gelehrter wissen. Vielleicht hast du recht. Erstmal alle einsammeln. So. Sehr gut. Haben wir das auch. So, die Wahrheit in den Sternen haben wir noch. Den Freiwilligen haben wir noch. Ah, Hexeraufträge haben wir noch nicht so wirklich. Ich glaube nicht, dass wir die schaffen. Schatzsuchen haben wir noch. Novigrad. Ja, die Greifenschule können wir auch noch suchen. Na, dann gucken wir doch mal. Machen wir einfach das hier. Wir müssen ja sowieso alles machen. Ah, ist schon krass mit dem Moment, ne? Da drüben, okay. Na gut. Gehen wir da. Komm schon! Latschen wir einfach mal querfeld ein, oder? Monsternest. Monsternest würde ich nochmal mitnehmen. Das sind ja nur ein paar Necker. Alter, wie viel auf einmal. Da bist du hässlich. Das war eine Fülle, ey. Den mal. So, das müsste jetzt hier gewesen sein, denke ich. Ja, ist hier nicht. Oh, war doch ein erfolgreicher Monsternest. Okay, was? Trockenfisch? Weißer Wolf, ich habe dich erwartet. Komm näher. Kennen wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen, auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast... Bei dem können wir auch Quint spielen. Das ist doch super. Dann machen wir das. Ich wollte fragen. Ja, ich spiele Quint.
Und ja, wir können um die Preiskarte in meiner Sammlung spielen. Ja, cool. Du kannst Gedanken lesen? Die guten Götter haben mich mit etwas Hellsicht gesegnet. Nur mit etwas. Denn sie bezieht sich nur auf alltägliche Dinge. Keine Vogelscheiße wird mich je treffen. Aber bei Gwint hat mir meine Hellsicht noch nie geholfen. Hm, gut, na dann. Legen wir los. Ja, wenn das so ist. Kann man es noch einmal Finte mit reinnehmen? Ja, nice. Starten. Start! Unsere Hand hier. Okay, da hat der passt. Jetzt haben wir 13. So, mal mit der Finte. Finte könnte ich beide zurückholen. Aber der hat mir jetzt auch dieses Auge genommen, ne? Ne, dann mache ich lieber so. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen noch einmal klirrende Kälte. Boah, drei von den Dingern. Ja, nein, dann spielen wir den raus. Boah, der hat einfach drei Karten aus seinem Deck geholt, ey. Ist das eine. Das ist ja eine miese Kacke. Ja, jetzt holt er noch mehr aus seinem Deck. Ja, krass, ey, der hat die nicht auf der Hand gehabt, der holt die einfach. Boah, ist das heftig. Wir haben klirrende Kälte halt nicht, ne? Das ist das Problem. Wenn er jetzt passt, haben wir. Ja, genau. Na, das können wir nicht gewinnen. Ja, dann passe ich hier. Das kriegen wir nicht hin. Ach komm. Ah, das läuft gar nicht so gut. Okay, der hatte die auf der Hand, ey. Glück gehabt. Haben wir noch das hier? Sehr schön, der passt. Okay, gut. Machen wir hier erstmal wieder klares Wetter. Wir könnten jetzt den hier auf gut Glück
Aber ich glaube, mit der Balliste sollten wir eigentlich gewonnen haben. Ja. Nice. Das ist das Hellseers Los. Im Herbst werde ich wissen, wo es die besten Butterpilze gibt. Aber wie man spielt und nicht verliert, das werde ich nie wissen. Ein schöner Sieg. Nimm diese Karte. Du hast sie verdient. Jo, weißt du, wer sonst noch Gwent spielt? Es gibt in Wehl nur noch einen Gegner, der deiner Zeit würdig ist. Im Dorf Mittelhain. Man nennt ihn Haddi. Der Lümmel zählt erst ein paar Lenze, aber lass dich davon nicht täuschen. Okay. Eberin, nice. Oh, du bist zurück. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön, erzähl schon. Ich sehe einen weißen Wolf. Er schaut mit an, wie die große Viper zuschnappt und die Silberlilie verschlingt. Er will springen und kämpfen, doch die Schlange ist schneller. Die Lilie muss sterben. Okay. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Okay. Ich hoffe, der sagt uns doch irgendwas, was uns weiterhilft. Arbeit. Nichts zu essen. Meister, ziehst du zufällig nach Norden? Du ziehst nordwärts, Meister? Warum fragst du? Ich dachte, du könntest vielleicht nachsehen, was mit unseren Männern passiert ist. Sie sind schon eine Weile weg. Meine Belohnung. Was habt ihr da im Sinn? Wir dachten... Aber ja, du hast was für deine Mühe verdient. Alter, nice. Oh, gehen wir doch auf 330 hoch, wa? Freut mich, wenn dir das passt. Okay, was cool. Brauchst du? Hier ist neulich eine Kaufmannskarawane durchgekommen. Die hat ein paar unserer Leute angeheuert, ihr den Weg zur Brücke zu zeigen. Gestern hätten sie zurück sein sollen. Gut, ich halte die Augen offen. Mein Bruder Tomil hat sie angeführt. Rede mit ihm, wenn du sie findest. Kluger Mann, nicht wie die anderen. Oh, das hat wehgetan! Vielleicht habe ich ihm jetzt die Tür... ihm die Tür vor der Nase da. Ja, richtig gut. Aber so wirklich Dolle gibt's ja jetzt nicht, wa? Dolle Sachen gibt's hier nicht. Kein Dach über dem Kopf und bald kein Geld mehr. Gloggis scheint es gar nicht gut zu gehen. Sie sagt, sie hätte verdorbenes Fleisch gegessen. Fleisch? Woher hatte sie das denn? Weiß ich nicht, aber man sagt, der Mann würde immer dorthin gehen, wo okay, wir... Okay, ja, hier gibt's ein bisschen ein paar Sachen. Wenn unsere guten Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verhungert. Naja, kommt bei wenigstens noch ein paar Sachen hier. Er ist vor Hunger schon ganz blass. Mal. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir da die komische Pflanze finden.
Achso, das ist ein Hexerauftrag, wa? Phantom der Handelsrunde. Boah, 23 auch, Mensch. Okay. Brauchen wir noch ein paar Level für. Die Karawane. Drachenboots. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Oh, wir werden sehen, ne? Auf jeden Fall gab's ja ein little bit zu looten hier. Wir werden noch richtige Höhlenforscher. So weiter geht. Unbehör. Moment mal, Greif? Weiß gar nicht. Monster vermehren sich im Krieg bestens, oder? Bezahlter Verräter! Nilfgaards Lakai! Okay, läuft bei dir. So. Oh, du bist zurück. Mal gucken. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben. Und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Idlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Ich hab ja wenigstens ein paar Erfahrungspunkte, wa? Viel erfahren haben wir nicht. Ah, da oben. Okay.
von hier da rein. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Können wir hier das mitnehmen hier zum Dorf? Viel ist ja auch nicht. Wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samurai, Blender, fliegende Drachen, Hechte und... Irgendwelche letzten Worte? Reißt ihn von rechts ein! Jetzt, Alter. Wenn ein Mann feierlich gegen einen Pakt verstößt, wird er von einer Waldschlange verschlungen. Eine so weiter, dann knack ich dir den Schädel. Oh, hab ich. Der will keinen Ärger. Geh mir aus dem Weg. Du willst es nicht anders. Echt jetzt? Gib lieber gleich auf. Auf. Reiß ihn von rechts ein. Okay, dann machen wir die halt alle platt, wa? Verfluchter Schlechter! Auf den Hexer! So, das sind hier die Bogenspitzen. Lenk diesen Hurenbock um! Formation halten! Tanzen wir. Vorsicht, Hexerei! Truppen, hierher, sofort! Komm mal. Erstmal alle umgebracht hier. Ein neuer redanischer Soldat.
Mann, wollen die mich jetzt hier verarschen oder was? Kommen die jetzt immer wieder hier oder wie? Was dagegen, dass ich das hier alles einsammle irgendwie. Cool, okay, gut, Hammer. Boy. Was soll, ja? Meine, das ist ja nun mal da. Und hier darf ich alles einsammeln. Aus dem Weg! Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Okay. Du wirst mir das schon erzählen. Meisterlande. Gibt's wenigstens ein Jute-Zeug, so ein bisschen Zwergenschnaps und so, alles was wir brauchen. Für Alchemie und so. Ehre und Heimatland. Oh jo. Hier mich auch. Nice. Streitlustig, wie? Blaue Hose. Ja, da habt ihr gedacht, wir laufen bei vor dem Kampf weg hier, wa? Aber nein, machen wir nicht sowas. Scheiße. Mutant. Aha. Scheiße! Verzieh dich, du Missgeburt. Aha. Okay. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Pass doch auf. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Arr, Scheiße! Du kannst passieren. Oh, danke. Wieder unter deinen Stein. Was haben die denn alle für ein Problem, Junge? Deinesgleichen steckt einen an. Mit lang lebe Raduvid. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir das Tor erreicht. Cool. Okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich, erstmal alles eingesammelt. Das war so voll. Jetzt müssen wir noch darüber. Aber wir können ja einfach mal von hier aus reisen und dann schwimmen wir. Oder wir fahren mit dem Bötchen. Gucken. Vielleicht finden wir ja ein Boot. Du willst es? Du kriegst es! Komm her.
Formation halten! Zu sterben. Mein Gott, jetzt kommt noch einer von da oben. Für den König! Reißt ihn ein! Muss hier gegen die komplette Stadt kämpfen oder was? Was mit denen hier? Grauer, du willst es? Du kriegst es! Da kommen jetzt noch mehr. Hey Leute, ich wollte doch nur da was einsammeln. Ist doch gut jetzt. Mann. Reicht jetzt aber. Trinken wie so viel noch nie, Treiberg Infanterie. Schwingen ihr Schwert und Knöpfel knack, tötet Nilfgaard Lumpenpack. Mir zittern schon die Knie, hier kommt nimmer Kavallerie. Schwinge Schwert und Knöchel, du Menschling! Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komm zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. Cool. Die Boote sind ziemlich hinüber. Boote bewachen, sagen Redania, aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen Boote. Richtig cool. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut.
Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht. Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll hört zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Gut, ich treib etwas Farbe für dich auf. Du gut. Ich mag den. Redania Armee vergisst nicht. Fliegt so lieb und nicht verkehrt. Männer fallen tot vom Pferd. Trolle machen Suppe draus. Nicht verschwenden, toller Schmaus. Vergessen wie weiter. Okay. Ah cool, wir haben auch einen Wegpunkt hier gekriegt. So, wo soll denn die Farbe sein? Da. Ja. Dann holen wir ihm die Farbe, wenn er halt möchte. Ist ja nur ein Katzensprung. Vielleicht kriegen wir von dem was Schönes. Wenn er da langweilig. Die. Ja. Soldaten. Na, wenn ich jetzt hier was nehme, dann muss ich mich wieder mit den allen prügeln. Du trägst das Zeichen einer gefährlichen Gilde. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Mal sehen. Farbe. Alraunlikör. Den braucht man, glaube ich, auch. Boah, ey, 540. Felle bringe mal richtig gut hier. Boah, hier Bärenfell. 135. Nicht schlecht. So, gut. Der Rest bringt hier, glaube ich, nicht so viel. Ein paar Leitern. 22, gut. Das Tier bringt überall nur Gold. Ah, das
Da mache ich lieber ja, da machen wir lieber Handwerkssachen draus. Hier. Okay. Und hier kriegen wir auch wieder mehr für. Oh, 540 ist schon echt viel. Brauchen wir jetzt nicht. Ich möchte Karten spielen. Dafür müssen wir sicher nicht bis morgen warten. Wenn man ein paar Gewinnkarten hätte, dann wäre es ja in Ordnung gewesen, aber so. Okay. Auf jeden Fall. Schon mal wieder eine nicht so gute Hand hier. Oh, der war gut. Oh, find das auch gut. Geht. Finte. Tasche hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir haben die... Du bist Schäß! Wir haben die, Farben. Dann gucken wir mal, was der Troll da uns bietet. Oder uns gibt, besser gesagt. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Schön, dass wir uns hier mit den Redaniern schon übelst auf die Prügel haben. Und keiner es uns übel nimmt. Hallo. Gefreiter Schiefer zur Stelle. Geil. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Oh, 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 oh.
Was ist denn? Farbe, ja, aber weiß nicht, wie. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogelmalen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel, toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut, nicht wie andere. Danke. Trinken wie so viel noch nie. Dreifach Infanterie. Vernunftbegabter Troll. Schwert und so, sehr schön. Wir haben den nächsten freien Platz. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir können jetzt die nächste Fähigkeit. Da können wir noch nichts. So. Können wir vielleicht schon Alkohol. Ah, siehst du, für weiße Möwe brauchen wir diesen Alraunlikör. Mist. wir können Katze. Ja, nice. Verbessertes schwarzes Blut. Nehmen wir doch mit. Erhöht die maximale Vitalität. Oh, schön. Schon verbessert, der Katze? Nee. Wasser ist jetzt. Okay, cool. Aber wir können Katze. Das ist schon mal gut. Katze ist immer gut. So, wir können noch die... Vitalität dazu. Schönchen. So, jetzt sind wir schon Stufe 12, 16. Okay, kriegen wir jetzt erstmal eine Schwerter dazu. Also Stufe 15, 16. Ja, okay. So, ja, die Nebenquests haben wir jetzt alle weg. Hexeraufträge sind ja jetzt auch nicht wirklich da. Na, wir könnten jetzt eine Hauptquest machen. Ah, wenn ihr auf eine, wenn ihr auf irgendwas Bock habt, gerne in den Chat schreiben immer, ne? Dann gucke ich, dass wir das möglich machen. Stufe 20 ist natürlich auch schon heftig. Aber wir könnten tatsächlich ja mal gucken, weil wir immer noch die normalen Schwerter haben. Wir könnten ja mal gucken, ob wir die Greifenschulschwerter hier irgendwie kriegen. Die sind bestimmt stärker. Vielleicht ist in Ochsenfurt ja ein Schmied irgendwie. Hier ist eine Taverne. Vielleicht hier drüben irgendwo. Wir können ja mal kurz in der Stadt ein bisschen laufen.
Vielleicht finden wir ja da ein paar Handwerker. Einen schönen Schmied oder so. Gucken. Lang lebe Raduvid! Okay. Wir haben ziemlich viele Sachen gekriegt. Rüstungsschmied. Pferd. Die besten Waren diesseits des Pontar. Prinz Proximo pustete putzige Pusteblumenbüsche. So. Deinesgleichen. Ja, sehr gut. Rüstungsschmied. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach das, ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Cool. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also... Hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Okay, cool. Lass mal sehen, was... Bei dem können wir jetzt erstmal die Rüstungen hier verkaufen. Da kriegen wir bestimmt... Ja, guck mal, hier kriegen wir mehr. So, was hat denn der hier noch an Schemata? Redanische irgendwas? Ist jetzt nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen würden. Na gut, dann gucken wir mal, was er so herstellen kann für uns. Ja, dafür müssen wir erstmal Level 20 werden. Ah, der ist ja nur ein Rüstungstyp, ne? Müssen wir erstmal gucken. Wir haben ja gar nicht die verbesserten Sachen. Da, verbesserte Greifenrüstung. Monsterfeder brauchen wir dafür. Die verbesserte ist ab 18. Dafür haben wir auch schon sogar alles. Außer die Monsterfeder. Die können wir bei ihm leider auch nicht kaufen. Herstellen können wir die wahrscheinlich auch nicht, ne? Monsterfeder. Bei ihm, wo wir schon mal hier sind. So, hier könnten wir jetzt alles zerlegen. Leder. So, kriegen wir hier vielleicht Monsterfeder? Vogelfeder. So, aber ist ja keine Monsterfeder, ne? Ah, hier. Greifenei. Können wir ein Monsterei und dann Monsterfeder machen. Und hier Greifenfedern. Können wir in Monsterfedern umwandeln. Okay. Harpienfedern. Okay, also wir können auf jeden Fall Monsterfedern herstellen.
So ist nicht. Das kriegen wir hin. Spielen wir Karten. Wie wäre es mit Gwent? Ja, bitte. Kriegen aber auch nichts für unsere nördliche Königreichin. Squirtel spielt ja. Die krasseste Kombi, die wir haben können. Mit den dreien. Die sind auch schon mal gut. Der bringt uns nicht viel. Ist schon mal in Ordnung. Dann gewinnt er die erste Runde. Ist in Ordnung. Okay, ja, der passt. Schön. Ist in Ordnung. Kriegen wir jetzt noch eine Karte. Schönes Wetter, ist gut. Falls er uns nochmal klirrende Kälte reindrücken will. So, jetzt sind die nämlich mal zwei. Das ist nämlich schon krass. Jetzt machen wir halt noch einen. Den nehme ich nochmal mal zwei. Kälte da soll er machen. Wir haben ja noch mal einmal schönes Wetter. Sah ja am Anfang wieder ein bisschen schlechter aus für uns. Okay, also hier haben wir einen Rüstungsschmied auf jeden Fall. Hast du meine? Der berühmte Geralt von Riva. Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen. Weiß Haar, hast du meine Waren schon gesehen? Endlos rollt sie an die See. Und so, endlos Daniel. Seine Majestät, König Radovid, ist ein strenger, aber gerecht. Lang lebe der König. Hm, naja.
mal speichern hier. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Gucken wir mal. Darf ich mich mal umsehen? Yay, der hat wieder Quinn. Von den Skoyatel. Schön. Oh, man. Ey, 106, Alter. Leute, 106. Das ist mir echt zu teuer bei denen, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Also. Spielst du Gwent? Nicht gegen jeden und immer um hohe Einsätze. Gegen dich vielleicht. So gut. Dann spielen wir. Ich spiele zu deinen Bedingungen. Kennzeichen des Bösen. So, was haben wir denn jetzt hier schon? Nilfgaard-mäßig? Haben wir noch nichts dazu gekriegt. Das ist richtig. Sind hier den Typen. Was haben wir denn an Monstern? Auch noch nicht wirklich Fälle. Skuyatel. 1, 1, 1, 1, 1. Naja, haben wir auch noch nicht genug. Schade. Okay. Ergebnische Anführer hier. Mein. Das ist gut. Okay, die brauchen wir vielleicht nicht. Stürmer. Was hat der? Was spielt der? Was hat der? Nilfgaard. Na gut, Finte ist super. Finte ist gut. Okay, der Gegner darf als erstes. Okay, und spielt was Schwaches. Verrechnet. So, Mist. Tatsächlich nur 17. Na gut. Standard übrig. Hätte ich den Dings hätte ich mir schenken können eigentlich, aber ist egal. Eine Karte zu viel gespielt. Strömenden Regen jetzt wegmachen. Er hat noch 6 Karten, ey.
meine, unsere sind natürlich krass. Ah, klirrende Kälte kann er gerne spielen, ist in Ordnung. Kein Problem mit. Er darf nur nicht zum Schluss noch eine klirrende Kälte haben, dann sind wir... Ja, sehr gut. Wie spielt er jetzt? Boah, Yennefer, länger weg. Der hat aber auch gute Karten. Wow, noch eine 10. Heftig. Okay, jetzt müssen wir gucken. 102. Er darf keine klirrende Kälte haben. Dann haben wir gewonnen. Wahrscheinlich. Boah. Noch eine Szene. Eine Finte noch? Okay. Alter, krass, ey. Ja, das hilft uns aber nochmal. Kriegen wir nochmal mehr. 10 oben drauf. Alter. Was der alles hat. Jawohl. Ey, der war ja krass. Ich verliere nicht gern, aber wenn, dann mit Anstand. Karte und Preis. Sind dein. Du spielst schon eine Weile. Sicher weißt du, wo ich interessante Karten finde. In Novigrad wäre der Olivier, der Tavernwirt. Der spielt, wenn auch weit unter meinem Niveau. In Velen wüsste ich den Wirt der Taverne am Scheideweg. Nice, wir haben Yennefer von Wengerwerk gekriegt. Wir können dann mal eine richtige Gewinn-Session hier einlegen, du. So viele Gewinn-Quests, wie wir jetzt gekriegt haben. Können wir hier noch was mitnehmen? Warte, oh, die Hexen, was soll das? Mensch, lass mich vorbei, Junge. Oh, Lof, sonst klopp ich dich um. Mein Gott. Lang lebe der König. Gib uns einen Körper. Nö. Boah, stirb woanders. Der Ritter aus dem Märchen. Hatte der weißes Haar oder ein weißes Pferd? So, wir brauchen immer noch einen Schmied. Ja, entschuldige. Entschuldige. Hast du sie gestern schreien hören? Was haben sie der Frau angetan? Das glaube ich. Da ist ein Schmied. Hast du's eilig? Nice. Ah, ein Kunde. Geil. Zeig mir doch mal dein Angebot. Der hat jetzt ja auch nicht wirklich Sachen hier. Das kennen wir schon. Mondstaub, okay. Das sind die ganzen Runensteine hier, ne? Melitolun. Nice, der macht Schwerter. So, gucken wir mal. Greifensilberschwert. Boah, plus 84 Schaden. Nice. Das können wir sogar herstellen. Cool. Dafür brauchen wir noch einiges. Das macht mehr Schaden. Und Stahlwaffe, was haben wir da so? Plus 60 macht das Schaden. Boah. Krasser Kack. Ja, cool. Naja, dann nehmen wir das doch auch. Wenn wir was haben. Nice. Richtig cool.
erstmal alles zerlegt hier. Dem können wir auch noch ein spielen. Was sagst du zu einer... Jo. Ah, bitte. Ah, guck mal, Yennefer. Cool. Freue ich mich voll. Meine neue Karte. Gucken, welche wir da rausnehmen für... Ich würde sagen, nehmen wir die raus. Cool. Mal Yennefer, ey. Geil. Okay, wir können wieder einen wiederholen. Das ist schon mal gut. Extrem dichter Nebel kann weg, weil das können wir holen. Strömender Regen. Ja, nice. Der spielt Monster. Okay. Der spielt Monster. Fangen wir mit dem an. Aus seiner Hand, aus seiner Hand, aus seiner Hand. Oh, nein, nein. Ist ja schon 12. Krass. Läuft bei ihm. Ja. Was machen wir denn jetzt? Eigentlich würde ich jetzt ja Kit weiter spielen. Der braucht ja nur noch eine Karte spielen, dann haben wir die Runde verloren. Die würde ich gerne mit den beiden zusammen spielen. Oder machen wir jetzt klar eine Kälte? Aber wenn... Ist auch scheiße, wenn er jetzt da so ein... So, wenn er nicht viel bringt. Gucken, was er macht. Okay, er passt. Ja, trotzdem Kacke. Machen wir denn da für blöde Sachen? Das ist nicht so geil. Bleibt uns nichts anderes übrig, müssen wir spielen. Zack. Nicht gerade optimal, aber nochmal gucken. Oh, schön. Yes. Oh, nice. Und noch ein Horn gekriegt. Richtig gut. Okay, das ist bei ihm. Das ist schon mal richtig nice. Na cool. Oh, mal so. Siehste, die wollte ich locken. Sehr gut. Jetzt machen wir eine klirrende Kälte rein. Oh. Dieser kleine Penner. Der hat Verbrennen. Guck an.
brauchen wir Finte gar nicht mehr. Ah, ist das ein kleiner Penner? Der hat verbrennt gehabt. Donnerwetter. Nice. Jetzt haben wir die, jetzt haben wir unsere Greifenschulenschwerter. Oh, nice, geil. Oh, machen wir jetzt mega viel Schaden. Wir haben nur leider nicht mehr so viele Sachen, Effekte drauf. Aber ist nicht schlimm. Die waren schon gut hier. Chance auf Bluten, kritische Trefferchance. Das Stahl, die Stahlwaffe war schon nicht schlecht. Aber bei 60 mehr Damage ist das schon. Ist das schon ein krasser Unterschied. So, genau, wir haben ja hier Gwind gegen alles. Wir sind ja gerade mal Stufe 12, aber... Jo. Dann könnten wir eigentlich uns mal Schatz suchen mäßig hier. Wir könnten ja mal gucken, was die Katzenschule so sagt. Ich meine, wir haben auch schon die Verbesserung bei der Katzenschule. Und die Wolfsschule müssen wir eigentlich auch nochmal machen irgendwann. Also, ja, irgendwann müssten wir vielleicht mal nach Kaer Morhen, das wäre nicht schlecht. Haben Hurensohn Julius Minner dich auch besucht? Und Schutzgeld gesammelt? Oh. Die besuchen jeden und jederzeit. Das wäre cool, wenn wir jetzt irgendwann mal nach Kaer Morhen könnten. Redanien! Aber da haben wir noch keinen Wegpunkt. Okay. Können wir noch nie machen. Schade. Wo ist das? Da oben. Okay. Haben wir auch mega viele Anschlagbretter. Tja, also wir könnten jetzt von dem Grenzposten hier unten einfach mal hier oben hinreiten. Mal alles mitnehmen. Ich meine, dann haben wir auch richtig viele Quests wieder. In Ochsenfurt gibt es ja jetzt nicht mehr so viele. Da ist auch noch eine verfügbare Quest. Dann suchen wir die Katzenschule. Oder wir holen uns jetzt hier die Greifenschulen noch. Greifenschule. Eine ist da. Eine ist da unten. Da ist böse. Nee, dann machen wir erstmal die Katzenschule, würde ich sagen. Erstmal ein bisschen leveln. Wir können natürlich auch erstmal Hauptquest machen. Wo ist denn Triss? Triss ist auch da oben. Naja, seht ihr, dann gehen wir da mal hin. Dann können wir Katzenschule machen und Hauptquest ist doch in Ordnung. Trifft sich doch gut. Nehmen wir noch den ganzen anderen Kram mit, der da auf dem Weg ist. Und dann schauen wir mal weiter. Der Dinge, die da so kommen. Karte. Erstmal dahin. Okay. Deinesgleichen steckt einen an. Kannst passieren. Scheiße. Ja, irgendwas. Nicht mehr da zum Looten. Looten, 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 looten. So. Plätze. Weiter so, Plätze. Genau, weiter so, Plätze. Los. Du kannst es schaffen. Da sind wieder Banditen, glaube ich. Machen wir uns erstmal die Quest da drüben. Gucken wir mal. Ist ja nicht schlecht, hier überall einen Wegpunkt zu haben, wenn da einer ist. Kann man hier noch irgendwas einsammeln?
Hexer, Hans Verdun, weißt du noch? Du hast mich vor den Ertrunkenen gerettet. Ach, guck an. Damals hatte ich kein Geld. Aber das sieht jetzt anders aus. Geld, das den Flüchtlingen gehört hat, ist die Rache süß? Ich dachte mir, dass du deine Belohnung noch holen kommst. Ich zahle natürlich, du hast mir das Leben gerettet. Da gibt's kein Vertun. Aber wenn du Prügel willst, kannst du die natürlich auch haben. Ich hätte dich dort lassen sollen, gefesselt am Ufer. Tja, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Aber ich will dafür sorgen, dass dein Gewissen dich nicht lange quält. Auf ihn! Zack. Bam, Junge. Alter, machen wir viel Damage jetzt mit dem Schwert. Also 60 mehr Schaden macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Das hat sich gelohnt. Wie schnell die umgefallen sind jetzt. So, okay. Dann haben wir die Quest hier auch mitgenommen. Ist doch in Ordnung. Da unten war noch ein Händler. Egal. Da oben ist auch noch ein Händler. Schön. Ja, dann nehmen wir hier erstmal den mit. Weiter so, Plätze. Straßen entlang reiten, da gibt es die Wegpunkte. So. Oh, ein vorbeigehender Händler. Vielleicht hat er was. Sei gegrüßt. Zeig mir mal, was du hast. Ich würde mir gerne. Ah, der hat nichts. Schade. Die sind immer nicht schlecht, die laufenden Händler. Die haben manchmal was Gutes. Los, los! Aber wir haben wenigstens schon mal die, den Wegpunkt hier mitgenommen. Das ist wichtig. Schafe. Wo willst du hin? Ich will mal was ausprobieren. Ich würde immer gern nach Novigrad gekommen. Hier fühlt es sich richtig so hin. Ja, ich krieg Schaffell hier. Nice. Und Rotfleisch. Weiße Haare, wie ein Müllerssohn. Hasenfell, nice. Okay, also hier könnte man dann sich. Der Amtmann ist zu. Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Okay. Also man kriegt hier auf jeden Fall Fälle, das ist richtig cool. Da könnte alles man Gute. Alles dann verkaufen, fällemäßig so. Gute Gesundheit. Also hier kommen wir jetzt rüber, das ist schon mal gut. Da ist noch ein Anschlagbrett. Ja, nehmen wir das doch. Mama!
Wo bist du? Hier ist noch ein Wegpunkt. Das ist auch schon mal sehr gut. Da ist irgendwas Wasser. Hallo, Spitzohr. Hast du die Gebühr bezahlt? Die Gebühr? Wofür denn? Ich für Schweine. Dich sei gegrüßt. Aber ich hab. Na. Hier noch was Wasser. Oder sowas, ne? Sei gegrüßt. Sehr schön. Cool. Geht, war doch erfolgreich. So, und dann sind wir jetzt in der Hauptstadt. Novigrad. Hallo. Meine Achseln stinken erbärmlich. Okay, hallo. Mutant. Ja, willkommen. Stirb. Mein Papa ist Hexenjäger. Verschwinde! Sei gelobt von ganzem Herzen. Seht mal! Alles mitnehmen, solange ich noch kann. Solange jetzt hier keine Wachen sind. Geschwätz! Ah! Schön. Und es hat hier keinen gestört. Das war die umgebracht haben. Was ist das? Verschwendeter Atem. Hey, willst du nicht gegen unseren Meister antreten?